Ja, vielen Dank für die Einladung, hier zu sein. Und ich freue mich vor allem, möchte mich auch ganz herzlich bedanken für alle, die sich heute Abend Zeit genommen haben. Also, dass ich hier bin, war davon auszugehen. Aber dass ihr da seid, das ist alles andere als selbstverständlich. Und das möchte ich einfach sagen, dass mich es riesig freut, dass so viele dabei sind, dass ihr euch da die Zeit nehmt und euch dem stellt. Das ist eine spannende Frage. Die Bibel auf dem Prüfstand. Und bei der Bibel kann man natürlich ganz schön viele Aspekte ins Auge nehmen, aber wir wollten für einen Abend uns wirklich auf einen fokussieren. Eine Frage zur Bibel. Bei der Bibel könnte man natürlich viel überhaupt über die historische Qualität der Bibel was sagen oder über die Überlieferung oder das Menschenbild, das einen wirklich total überzeugt, oder über die Einzigartigkeit von Jesus. Aber heute Abend soll es um den einen Punkt gehen, nämlich das, dass wir uns anschauen, was gibt es in der Bibel für Vorhersagen? Prophezeiungen nennen wir das ja auch, Vorhersagen oder Voraussagen, und schauen uns mal an, inwieweit die in der Geschichte tatsächlich Realität geworden sind. Und das können wir ja, weil die Bibel ist ja bis zu 3500 Jahre alt, das heißt, die Voraussagen, die da drin sind, und es gibt ganz viele, haben ja dann jetzt immerhin schon mal 3500 Jahre Zeit gehabt, in Erfüllung zu gehen. Sicherlich noch nicht alle, aber sicherlich auch manches. Und das ist das, was ich heute Abend einfach mal beleuchten möchte. Und ich möchte auch ganz kurz den Prüfstand mal vorstellen. Also Prüfstand heißt ja sozusagen, dass man mal auch sein Werkzeug zeigt, also was unter welchen Punkten ich da drauf schauen möchte. So Wissenschaftsprinzipien, die jetzt einmal in der Geschichtswissenschaft wichtig sind, ist sozusagen die Nachprüfbarkeit, dass es eben überzeugend ist, in sich stimmig, kausal, Logik, ja, Ursache und Wirkung, dass das irgendwie einem plausibel erscheint. Dann die Falsifizierbarkeit, das heißt, dass die Sachen so spezifisch sein müssen, dass es eben dann, wenn die Prophetie ergangen ist, dass man sieht, okay, das war jetzt einfach eine richtige oder es war eine falsche Voraussage. Das sind vielleicht so wesentliche Prinzipien, denen ihr in den nächsten Minuten, in den nächsten 28 Folien sozusagen begegnen werdet. Ich habe das Ganze gegliedert in 5 Fälle. Ich möchte 5 Fälle anschauen. Wie gesagt, es gibt wirklich zahllose Prophetien in der Bibel, mega spannend, gibt ganz schön viel drin, aber ich habe jetzt einfach mal versucht es auf 5 Fälle zu bündeln, und ich beginne jetzt mal mit dem ersten Fall, der beginnt ganz weit vorne. Und zwar, wenn man bei Wikipedia schaut, die Schlachten der Weltgeschichte, dann ist es tatsächlich buchstäblich die erste. Das gilt als die erste Schlacht der Weltgeschichte. Am 26. April 1457 vor Christus kommt es zum Showdown, zum ersten welthistorischen Showdown mit 50.000 Soldaten, die da aufeinander getroffen sind. Und zwar hier an dieser Stelle. Sieht so nice aus, aber es ist ein ziemlich bulliger Hügel, der heißt Megiddo und liegt am Rande der Jezreel-Ebene. Und an dieser Stelle kam es wirklich zu einer riesigen Schlacht. Und zwar war es folgendermaßen, dass der Pharao von Ägypten, das sagt uns ja alle was, die Pharaonen, ja, riesige Macht, Pyramiden, Nil und so weiter, der Pharao von Ägypten, der wollte seinen Machteinfluss ausdehnen nach Norden. Damals sind die Streitwagen ganz wichtig. Die zentrale Waffengattung war die Streitwagen, und da hatte der Pharao von Ägypten jede Menge zu bieten, und er zog nach Norden, und im Norden traf er auf eine Koalition von 30 Fürsten, die gehörten zu diesem Mitanni-Reich und wollten sich gegen den Pharao auflehnen. 30 Fürsten. Und der junge Pharao Thutmosis III. Hat sich auf dem Weg nach oben, nach Norden, hat er sich durchgesetzt gegen seine gesamten Generäle und hat gesagt, wir gehen beim Karmel mittendurch. Die haben gesagt, du musst das Karmelgebirge umgehen. Und er hat gesagt, nee, wir machen das kühn mittendurch und überraschen die Feinde. Und das ist ihm 1:1 gelungen. Und vor Megiddo kommt es dann zum Showdown, und die Heere dieser 30 Fürsten unterliegen komplett, ziehen sich nach Megiddo zurück, werden dort belagert, bis sie sich ergeben. Der Pharao Thutmosis feiert es. Wir haben das an ganz vielen Stellen in Ägypten, ist das ganz brillant dokumentiert. Man sieht Schlachtbilder, Schlachtpläne. Man kann es 1:1 nachverfolgen. Und das hat den Pharaonen dann Mut gegeben, sich nochmal nach Norden vorzuwagen. Und da kommen wir jetzt zu dem, worauf es dann gleich ankommt, 1274. vor Christus, die zweite Schlacht der Weltgeschichte. Wir sind wieder an einem ganz ähnlichen Ort, und diesmal heißt der Pharao Ramses II. Vielleicht weiß der eine oder die andere unter uns, Ramses II. Ist vermutlich der Pharao, der zur Zeit von Mose regiert hat. Ein ziemlicher Gewaltsack, könnte man sagen, ja, so ein jähzorniger Typ, sehr dominante Erscheinung. Und er zieht wieder nach Norden, siegessicher mit einem riesigen Heer, fast doppelt so groß wie das Heer in der Schlacht davor.
Aber diesmal hat das mit einem anderen Kontrahent zu tun. An einer ganz ähnlichen Stelle, ein bisschen nördlich von Megiddo, trifft er auf einen Hethiterkönig. Und dieser Hethiterkönig hat eine super Taktik entwickelt und verwickelt den Pharao in ein Gefecht, in dem der sich mit seinen Streitwagen überhaupt nicht entfalten kann. Und dieser Kampf endet unentschieden. Und dieses Unentschieden ist der geniale Moment, wenn man das schaut, diese zwei Reiche, die hier aufeinander prallen, das Unentschieden führt dazu, dass die Pharaonen sich nach Süden zurückziehen und die Hethiter nach Norden. Und auf einmal geht dazwischen ein Riesenstück Land auf. Und da gibt's so Leute, die werden in den damaligen Schriften, das sind so Schriftzeilen von den Akkadern, von den Sumerern, so Schriftzeilen, Leute, die werden Habiru benannt. Eine ganz merkwürdige Gruppe von Leuten. Habiru könnte man sowas übersetzen von Sandläufer. Wir würden vielleicht auch sagen Outlaws. Und einer der ersten, der als Outlaw oder Sandläufer oder eben Habiru oder Hebräer benannt wurde, war ein Mann namens Abraham. Und zu dem sagt Gott im Jahr 1000, ungefähr im Jahr 1950 vor Christus, sagt Gott zu ihm: Dieses Land, also da in Kanaan ist, im späteren Israel, dieses Land soll, werden deine Nachfahren bewohnen. Das wird ihnen gehören. 700 Jahre, bevor wir welthistorisch an diesen Moment kommen, dass zwei Riesenreiche aufeinandertreffen, und zwar so aufeinandertreffen, dass sie sich zurückziehen, dass da ein Stück Land aufgeht, genau in diesem Moment kommt Josua mit dem Volk Israel über den Jordan und nimmt das Land in Besitz. Weil die Ägypter weg sind nach Süden, die Hethiter nach Norden, und auf einmal nur noch die Völker übrig sind, die wir halt kennen aus dem Josua-Buch. Ziemlich spektakuläre welthistorische Moment, und 700 Jahre davor angekündigt. Diese Outlaws, diese Sandläufer, die Habiru, nehmen das Land in Besitz, weil Gott es 700 Jahre vorher vorhergesagt hat. Möglicherweise. Schauen wir es uns an. Man könnte natürlich jetzt einige Gegenargumente machen. Das ist auch wichtig. Ja? Wenn wir jetzt uns anschauen auf diese Prophetien, dann gibt's natürlich auch mögliche Gegenargumente. Wir können sagen, ja, der Text, in dem Abraham die Prophezeiung genannt wurde, der ist ja viel jünger, zum Beispiel. Oder andere Gegenargumente sind die, die ihr hier zum Beispiel seht, ja, dass diese Ereignisse sind halt so dargestellt, damit die Prophetie in Erfüllung geht. Oder eine Voraussage ist wahnsinnig unspezifisch. Ja, wenn ich sage, irgendwie eine Stadt geht unter, dann muss man nur genug menschliche Erfahrung mitbringen. Irgendwann mal geht jede Stadt vermutlich unter, was auch immer. Aber wir halten das fest, es gibt in der Bibel die Überlieferung, dass Abraham 700 Jahre zuvor das zugesagt wurde. Und welthistorisch, das kann keiner, glaube ich, kaum jemand bestreiten, welthistorisch ist das ein einzigartiger Moment, in dem Josua in die über den Jordan ging. Fall 1. Fall 2. Wir gehen durch die Zeit ein Stück weiter nach hinten, 721 vor Christus. Das ist immer so in der Zeit, in der die Stadt Rom schon gegründet wurde. Vielleicht kennt ihr ja noch den alten Spruch 753. Rom schlüpft aus dem Ei. Also es war so kurz davor. Jetzt sind wir 30 Jahre später, 721 vor Christus, passiert was ziemlich Dramatisches, was wir hier auf diesem Bild auch dargestellt sehen. Wir sehen Leute, die müssen mit Sack und Pack marschieren hinter ihnen her. Geht so ein Typ, der sie antreibt. Mit einer Waffe in der Hand. Und wenn man sich in der Antike mal so ein bisschen reinfuchst, dann sieht man, dieser Typ, der hinter ihnen herläuft, das ist der klassische Assyrer. Wenn man es ein bisschen salopp formulieren würde, könnte man sagen, die Assyrer, das waren die Nazis der Antike. Das war ein absolut militaristischer Staat, der mit allen Besiegten so brutal und rücksichtslos umgegangen ist, wie niemand zuvor. Und die haben gesagt, wen wir besiegen, der wird deportiert. Das heißt, wir reißen den aus seinem Land raus und bringen ihn hunderte Kilometer woanders hin. Also hier zum Beispiel die Leute, die da marschieren mussten, das waren die Leute aus dem nördlichen Teil von Israel, des Nordreich Israel. Die wurden deportiert bis zu diesen drei eingefärbten Stellen. Das heißt, wir sehen eine Stelle bis weit hinten im Iran, im heutigen. Dorthin mussten die laufen mit Sack und Pack und durften nicht wieder zurück. Und dann sehen wir in der Bibel, dass es uralte Prophezeiungen gibt. Aus dem dritten Buch Mose und noch ganz, ganz häufig. Übrigens, alle Prophezeiungen oder Vorhersagen, von denen ich heute Abend rede, sind vielfach genannt worden. Nicht einmal, dass man sagen könnte, hier war halt ein Nebensatz, sondern 3, 4, 5, 6, 7 Mal. Und ihr wisst, je häufiger ich was sage, umso mehr erhöht sich das Risiko, dass man sich daran erinnert und sagt, Moment, das stimmt aber nicht. Falsifizierbarkeit. Diese Prophezeiungen, von denen wir heute Abend hören, das sind alles vielfach ausgesprochene Vorhersagen, von denen die Bibel sagt, es kommt von Gott.
und die erhöhen ihre Falsifizierbarkeit. Das heißt, ich kann dann sozusagen, wenn ein Widerspruch, kann ich das anmelden. So, jetzt sehen wir das. Ja, hier, ich habe immer rot eingefärbt oder irgendwie rötlich zum Teil eingefärbt. Das ist das, was die Bibel sagt an Voraussagen. Und ihr könnt hier lesen, dass es Voraussagen gibt, dass Gott sagt, wenn ihr mich links liegen lasst, wenn ich euch egal bin, dann werdet ihr dieses Land, das ich euch mit Mühe, welthistorischer Traummoment, mit Mühe beschafft habe, werdet ihr es wieder verlieren. Ihr müsst es verlassen. Und es passiert für den nördlichen Teil von dem Volk Israel 721 vor Christus durch die Assyrer und für den südlichen Teil mit der Zerstörung der Hauptstadt jedes Mal. Also ihr seht da unten die Trümmer von Samaria, oben seht ihr so eine Stele, auf der die Assyrer ihren Triumph verkünden, dass sie die Israeliten besiegt haben und viele andere auch und deportiert haben. Genau das passiert. Eins zu eins, 500 Jahre Unterschied. Wieder und wieder gesagt. Fall 3. Dieser Fall hier, der beginnt mit diesem Stein. Das ist was Verrücktes. Also man muss sich ja mal klar machen, ja, wenn ich deportiert worden bin als Volk, wie das den beiden passiert ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich in wenigen Jahren zurückkomme, geht gegen null. Es kann sein, dass ich irgendwann mal dort, wohin ich deportiert worden bin, nicht mehr als Sklave arbeiten muss, dass ich nicht mehr irgendwie als allerletzter der Gesellschaft sein muss. Aber dass ich wieder zurückkomme, wie soll das gehen? Ich habe die Mittel nicht, ich habe das Geld nicht, ich habe die Möglichkeiten nicht. In der Antike kann man nicht einfach so reisen, das funktioniert nicht. Mit zigtausenden Menschen, über Hunderte, ja bis zu mehrere tausend Kilometer weit, das funktioniert gar nicht. Das gibt, ist ein No Return. Und dann gibt es diese Stele hier. Und das ist was Verrücktes, was auf der steht. Die stammt aus dem Jahr 539 vor Christus. Und hier schreibt einer, ein Perserkönig namens Kyros. Dieser Perserkönig hat die vollständig verrückt neue Strategie. Dies war unausdenkbar, diese Strategie. Er sagte, alle die zu Unrecht deportiert worden sind, bringe ich mit meinem Geld auf meine Anweisung mit meinen Beamten wieder nach Hause zurück. Was Kyros hier macht, ist letztlich die Vollführung einer Prophetie, die Jeremia 70 Jahre vorher, exakt 70 Jahre vorher gemacht hat. Und er spricht hier von 70 Jahren. Also wenn ich Falsifizierbarkeit möchte, von den Vorhersagen habe ich es hier. Wenn einer sagt, in 70 Jahren kehrt ihr zurück, kann ich 70 Jahre später meine Uhr danach stellen und kann sagen, zu spät oder zu früh. Dieser Typ sagt, die werden wieder zurückkommen. Sie werden deportiert werden, das hat er auch vorhergesagt. Das hat er noch übrigens selber auch noch erleben müssen, der Jeremia. Aber was er nicht mehr erlebt hat, ist, dass dann tatsächlich 70 Jahre nach seiner Prophezeiung dieses Volk zurückgebracht wird, und zwar auf Kosten, auf Wunsch und auf Befehl eines Königs, der Sieger war, eines fremden Königs. Und die Unwahrscheinlichkeit von dieser Vorhersage, ich glaube, die ist mit Händen zu greifen, dass die wieder zurück jemals können, dürfen, ist unglaublich. Und wenn man sich da mal noch genauer anschaut, wem sie da entrissen wurden, muss man sich mal dieses Tor, ich weiß nicht, wer schon mal von euch in Berlin war, im Pergamonmuseum, war da schon mal jemand? Ja, immerhin, ein paar vereinzelte Hände gehen hoch, das ist super. Das Pergamonmuseum, also ich weiß noch, wo ich da davor stand und ich war wirklich wie vom Schlag gerührt, dieses Ding hier ist so hoch und ist so zauberschön. Und der König, der dieses Tor errichtet hat, der hieß Nebukadnezar und war vielleicht einer der begabtesten Herrscher, die es jemals gab auf dieser Erde. Dieser Nebukadnezar hat noch als ganz junger Prinz die Ägypter besiegt. Der hat ihnen den Garaus gemacht, die Pharaonen aus. Schade von John. Die Pharaonen haben verloren, er hat dieses Ägypterreich besiegt. Er hat ein Weltreich aufgebaut, das eine unglaubliche Dimension erreicht hat. Und er hat vor allem dieses Weltreich auch demonstriert mit diesen Anlagen hier. Diese Anlagen sind viele Meter hoch. Die sind, glaube ich, insgesamt, das war ein einziges Tor, haben wir ausgegraben, in Anführungszeichen, war tatsächlich ein deutscher Archäologe, hat es vor 120 Jahren ausgebuddelt, im heutigen Irak. Und dieses Tor ist 28 Meter breit. Und das ist eines von, ich glaube, 24 Toren in dieser Stadt. Das war die größte Stadt der damaligen Zeit mit riesigem Abstand. Dieser Mann hat die Juden deportiert aus Jerusalem.
dass es diesem Mann entrissen wurde, das Volk Israel, nur 70 Jahre später, ist einfach gegen jede Wahrscheinlichkeit. Was dieser Stadt übrigens passiert ist, ist auch vorhergesagt worden. Habt ihr vielleicht gerade in der Prophezeiung gesehen. Jeremia hat gesagt, nicht nur so, dass das Volk Israel zurückkommt, sondern diese Stadt Babylon, dieses Monster an Machtdemonstration, Reichtum, Glanz, Pracht, die sind bis heute wirklich wunderschön, diese blauen Kacheln mit Gold überzogen. Wenige später, Jahre später, war das diese Wüste hier. So sah das aus, als der deutsche Archäologe kam. Einfach nur ein Haufen Steine in der Wüste, nichts übrig. Und oben rechts sehen wir noch, was für ein Glanz das war. Fall Nummer 3. Wir kommen zum Fall Nummer 4. Wichtig nochmal im Hinterkopf zu bewahren, Falsifizierbarkeit, 70 Jahre, die Wahrscheinlichkeit gegen Null. Das ist keine Prophezeiung, die so allgemein ist, dass sie sich sowieso erfüllt. Oder die als eine Art self-fulfilling prophecy oder sowas funktioniert. Das geht nur durch ein massives, unwahrscheinliches Eingreifen von außen. Hochriskante Prophetie und so ist es passiert. Kommen zum Fall Nummer 4 und der Fall Nummer 4, da beginne ich jetzt mal, wir gehen in der Zeit ein ganzes Stück in unsere Richtung. Ja, wir sind jetzt im Jahr so um 1770. Und vielleicht der eine oder andere von uns, der sich so ein bisschen mit Militärgeschichte oder so befasst, hat vielleicht schon erkannt, ja, rote Uniformen, Pferde, das sind Reiter, das waren die Lieblingsarmee-Bereiche der Preußen. Und zwar gab es da so einen Typ, der hatte echt eine interessante Geschichte gehabt, der hieß Zieten. Hans Joachim von Zieten, was für ein schöner Name schon. Und dieser Zieten, das war so ein ganz kleines Kerlchen und der hatte so eine ganz leise, hohe Stimme. Und er war ein unglaublicher, streitlustiger Kerl. Der hat mich mit jedem angelegt. Eigentlich unmögliche Bedingungen für eine Karriere. Als er zuerst ins Heer ging, er hat Pferde geliebt ohne Ende. Und er konnte reiten besser wie jeder andere. Unfassbar gut reiten. Und klar war es für ihn, ich gehe zur Kavallerie. Also ging er zur Kavallerie und sein erster Offizier hat gesagt, dieser Typ, der ist so klein, der hat so eine hässliche Stimme und der sucht Streit an jeder Straße. Der Typ ist untauglich. Wurde gefeuert. Ging er zurück auf sein Gut und hat geschmollt. Ein Jahr später hat er sich wieder beworben, kam wieder in die Armee, wurde genommen, haben sie ihn nach einem halben Jahr wieder gefeuert, weil er sich mit seinem Vorgesetzten angelegt hat. Dann ging er wieder auf sein Gut, hat eine Runde geschmollt. Dann ging er wieder zurück aufs Militär und wollte unbedingt Reitergeneral werden. Und dann hat er sich so mit seinem Offizier geschlägert, dass er ein Jahr in den Knast musste. Als er aus dem Knast rauskam, hat der Offizier ihn verhauen und ihm gesagt, er hätte ihn angegriffen, wurde wieder entlassen, ehrenlos. Dieser Zieten. Was der Zieten irgendwann verstanden hat, ist, dass es einen lebendigen Gott gibt. Der hat sich dann irgendwann für Jesus entschieden, saß auf seinem Gut und hat auf seine Gelegenheit gewartet. Ein paar Jahre später kamen die wieder, hat sich wieder beworben und gesagt, ich werde Reitergeneral. Und dann war es Krieg und dann hat er tatsächlich so ein Kontingent bekommen und ist mit denen geritten, schneller, trickreicher, strategisch ausgereifter als jeder andere. Er hat jede einzelne Schlacht, in der er beteiligt war, hat er gewonnen. Er hat sich mit jedem angelegt, der ihm in den Weg kam, auch von seinen Vorgesetzten immer noch, aber er hat jede Schlacht gewonnen. Das war dieser Zieten. Und als der Zieten älter wurde, war der natürlich eine Legende, der Typ. Der konnte sich alles leisten und in damaliger Zeit hat man so Sprüche gesagt wie Zieten aus dem Busch oder die Zieten-Husaren. Und er hat aus seiner Truppe eine absolute Elite gemacht. Das waren ganz wilde Haudegen, das waren so richtig wüste Typen, diese Typen, mit denen er geritten ist. Das waren halt so richtige Schlägertypen, alles Haudegen. Und er hat ihnen ganz viel freie Hand gelassen. Er hat gesagt, das sind meine Jungs, die dürfen sich auch mal daneben benehmen. Hauptsache, sie liefern, wenn es drauf ankommt. Und die haben geliefert. Und wie? Und das waren seine Leute, mit denen zog er um die Häuser. Er hat deswegen ganz viel Ärger gekriegt, weil er so wenig Disziplin hatte in seiner Truppe. Aber er hat jeden Sieg geholt. Als er dann alt wurde, war er der ganz große Liebling des Königs, vom alten Fritz. Friedrich II. Von Preußen. Und Friedrich II. Von Preußen war so ein Spötter. Es war ein ganz moderner Mensch. Und er hat gesagt, Leute, wir brauchen keinen Glauben mehr. Wir kriegen das alles selber hin. Diese ganze Geschichte mit Gott, nice, das ist für die Schwachen, das ist für meine Bauern, ist okay, aber hier bei uns am Hof müssen wir alle nicht mehr an Gott glauben, wir sind viel weiter. Jungs, vergesst es. Und hat so eine rhetorische Frage reingehauen in seinen Beratungsstab und sagt, hey, wer kann mir denn irgendeinen Beweis dafür liefern, dass es Gott gibt? Und dann brüllte der alte Zieten rein, mitten rein. Die Juden, Majestät. Warum? Wie kommt er da drauf? Was ist sein Kerngedanke mit seinen Juden? 70 nach Christus passiert es.
angekündigt, lang angekündigt im Alten Testament, seit Jahrhunderten nachprüfbar angekündigt, vielfach angekündigt. Die Römer schlagen den Aufstand der Juden brutalst nieder, Jerusalem wird niedergebrannt, der Tempel ist seither niedergerissen, seither. Das Einzige, was übrig ist, ist eine Stützmauer, die Klagemauer. Und wir sehen hier ganz deutlich den siebenarmigen Leuchter, mit dem die Römer im Triumph nach Rom bringen. Dargestellt auf dem Titusbogen, im Hintergrund sehen wir das Kolosseum. Das Kolosseum wurde zu 80-90% erbaut von jüdischen Kriegsgefangenen, die in diesem Krieg abgeführt wurden. Die haben das Kolosseum bauen dürfen, 70, 72 nach. Und dazu hin, die Juden haben eine rote Karte bekommen. Die haben die rote Karte bekommen und haben gesagt, kein Mensch von euch, kein einziger Jude darf jemals wieder in Israel wohnen. Und das haben die Römer auch ziemlich konsequent durchgezogen. Zumal es 65 Jahre später nochmal zum Aufstand kam, 135 nach Christus, der sogenannte Bar Kochba-Aufstand. Der Bar Kochba hat gesagt, ich bin der neue Messias. Ich bin der Sternensohn. Bar Kochba heißt der Sohn des Sterns. Ich bin der Sternensohn und ich bringe euch die Rettung. Die Juden sind ihm hinterher, wie ein Haufen Bienen, und sind in ihr Verderben gerannt, wurden besiegt. Und dann gab es endgültig die rote Karte. Jeder einzelne Jude musste aus dem Land Israel raus. Und was dann passiert ist, ist restliche Geschichte. Im 1., 2. Jahrhundert sehen wir das, was hier auf diesen unten links zu sehen ist. Die Juden müssen aus dem Land raus und gehen so zuerst mal im Mittelmeerraum rum. Und dann im Lauf der älteren Geschichte sieht man, wo überall hin die Juden verteilt wurden. Sodass 1770 der Ziten, dass also praktisch nach 1700 Jahren es immer noch Juden gibt, ist gegen jede historische Wahrscheinlichkeit. Es gibt kein einziges Volk, das seinen Staat verloren hat und immer noch ein Volk bleibt. Und dann, über so einen langen Zeitraum, 1700 Jahre. Und dann kommt das, was Zieten noch gar nicht wusste. Aber wir wissen es natürlich schon, historisch längst passiert. Zunächst mal das hier, diese lange Phase dieser Heimatlosigkeit, vorhergesagt, über 700 Jahre vorher, von einem Propheten namens Hosea, einer von den kleinen Propheten in der Bibel, 730 vor Christus, sagt er, es wird eine Zeit geben, wo es ganz lange kein jüdisches Volk gibt, das sich selber organisiert. Keine Oberhäupter, nichts mehr. Verstreut in alle Welt. Von Hosea und vielen anderen ganz oft vorhergesagt. Aber was Zieten nicht wusste und was wir wissen, ist, dass sogar noch was viel Verrückteres passiert ist. Auch das ist sozusagen das Comeback der Weltgeschichte. Dass ein Volk fast 2000 Jahre verstreut ist und bestehen bleibt als Volk. Und dann nochmal zurückkommt an die gleiche Stelle und dann wieder einen eigenen Staat gründet, das ist absolut einzigartig. Zieten hat schon vor Friedrich dem Großen gesagt, die Juden sind ein Beweis dafür, dass es Gott gibt. Wir haben jetzt nochmal ein mächtiges historischen Fakt zu sehen. David Ben-Gurion ruft am 14. Mai 1948 den Staat Israel aus, der bis heute besteht. Das ist, würde ich sagen, wenn wir unsere Kriterien haben, nachprüfbar, es ist falsifizierbar, es ist logisch nachvollziehbar, es ist in vielen Quellen zu sehen, unwidersprochen. Da würde ich sagen, ziemlich spricht viel für Fact statt Fake. Ich komme noch zum Fall Nummer 5. Mein letzter Fall und gleichzeitig mein längster Fall. Fall Nummer 5. Also hier nochmal der Beleg dafür, dass das vorhergesagt war. Hesekiel sagt 590 vor Christus, 580 vor Christus, dass Gott sagt, ich werde euch dann irgendwann mal wieder rausholen und genau in dieses Land zurückbringen, das ich euren Vätern gegeben habe. Fall Nummer 5. Ja, wir kommen zu Jesus. Es gibt kein Ereignis oder Person in der Bibel, das auf den mehr Prophezeiungen hinführen als auf Jesus Christus. Das sind jetzt ganz, ganz viele Prophezeiungen aus dem Alten Testament, die in Jesus sozusagen ihre Erfüllung finden. Es gibt sogar einen Vers in der Bibel, der das ausdrückt. Im Korintherbrief steht drin, in Jesus ist das Ja Gottes auf alle Voraussagen. Man könnte hier wirklich endlose Listen aufzählen. Ich will euch da jetzt auch nicht irgendwie da zuballern mit zu viel, aber es gibt so ein paar richtige Hard Facts, ja, die man sehen kann. Der Micha beispielsweise hat vorausgesagt,
725 vor Christi Geburt, dass die Geburt Jesu in Bethlehem stattfindet. Das ist ja so deutlich vorausgesagt, dass als diese Sterndeuter kommen, dass ihnen die Schriftgelehrten sagen, ja klar, Jesus, der wird in Bethlehem geboren, steht doch in der Bibel, ist doch vorausgesagt. Aber nicht nur Bethlehem ist vorhergesagt, es gibt sogar eine Stelle in der Bibel, wo vorhergesagt ist, dass es ein Massaker an Babys gibt in Bethlehem und Umgebung. Genau das, was wir dann bei Herodes erleben. In Daniel 9, Vers 24, die Leute, die mal nur Lust haben, daheim so ein bisschen zu forschen, die lade ich ein, die Stelle mal anzuschauen. Daniel 9, 24 bis 27 ist der Daniel im Jahr 538 oder 39, 38, hat der Daniel eine Prophezeiung. Er hat eine Offenbarung von Gott und schreibt die nieder, dass der Retter der Welt, eine ziemlich komplizierte Rechnerei, insofern muss man da mal forschen, dass der Retter der Welt ungefähr 530 Jahre später geboren wird. Falsifizierbar, hochspezifisch, total riskant, sowas rauszuhauen. Aber nachzulesen in Daniel 9, Vers 24 bis 27. Und sogar das, dass Galiläa, das ist total unwahrscheinlich. Also wer die Bibel liest, das Alte Testament liest, der sieht, dass Galiläa da praktisch nicht vorkommt, sondern es ballt sich alles so um Jerusalem rum, Bethlehem und so weiter. Und dann gibt's einen zweiten Schwerpunkt, wo ganz viel passiert ist, da eben in dieser Jezreel-Ebene. Aber Sigi Nezareth, Galiläa spielt im Alten Testament praktisch gar keine Rolle, eine totale Randfigur. Aber dass das sich ändern wird, steht schon 20 Jahre vorher, steht es in der Bibel drin, in Jesaja 8, Vers 23. Eine unglaublich spezifische Stelle, wo drin steht, dass dieses Randgebiet, für die, wo keiner Beachtung hat, was nicht besonders heilig ist, dass an diesem Randgebiet auf einmal das Licht der Welt aufgeht. So viel zum Kommen Jesu. Dann eine zweite Stelle, die ich unbedingt mitgeben möchte, hier ist das, dass Jesus selber ja auch Prophezeiungen, Vorhersagen gemacht hat, die der Hammer sind. Jesus selber hat zum Beispiel so klar davon gesprochen, dass der Tempel in Jerusalem zerstört wird und wie der zerstört wird. Das ist übrigens so, dass das Lukas-Evangelium von vielen so datiert wird, dass sie sagen, diese Prophezeiung von Jesus auf die Zerstörung des Tempels in Lukas 21 ist so genau, so detailliert, das kann nur von Lukas danach geschrieben worden sein. So kann man ja auch seine Datierung machen. Ja. Das ist, was dann viele moderne Forscher draus machen. Die sagen, diese Vorhersage, die ist so genau, dass das Buch gar nicht davor entstanden sein kann, sondern es muss danach entstanden sein. Ja, das ist unglaublich. Also, dass Jesus praktisch die Zerstörung des Tempels so genau vorhergesagt hat, dass moderne Herzen das kaum glauben können. Ja, und dass sie dann praktisch die Geschichte umschreiben. Und er wird entweiht, die römischen Soldaten sind reingegangen ins Allerheiligste, ja, haben sich zuerst mal lächerlich drüber gemacht, dass da keine Götterstatue oder sowas drinsteht, das sei ja leer. Und dann haben sie ihren Legionsadler drauf errichtet. Die römischen Soldaten haben ja ihren Adler angebetet. Das war ja Siegeszeichen, ihr Talisman sozusagen. Dann haben sie den römischen Legionsadler ins Allerheiligste reingestellt. Dieser Tempel wurde entweiht, all das hat Jesus vorhergesagt. Überhaupt ganz viel vorhergesagt, Matthäus 24, eine unglaublich spannende Rede von Jesus, wo er ganz viel über unsere Zeit sagt. Übrigens auch so Dinge, die jetzt, sagen wir mal, keine Hard Facts sind, dass zum Beispiel die Liebe erkaltet. Aber auch so ein Hard Fact wie das, dass er sagt, die Gemeinde Gottes wird Widerstand erleben, aber sie wird bestehen bis ans Ende der Zeit. 2000 Jahre später hat Jesus recht behalten. Es gibt Widerstand an vielen Stellen für die Nachfolge Jesu, aber die Gemeinde Gottes ist nicht ausgestorben. Schön, dass wir hier sind heute. Und dann kommt ein Psalm ins Spiel. Das ist der dritte Teil zu Jesus, Psalm 22. Der ist von David. Das heißt, der ist 1000 vor Christus. Das heißt, der ist 3000 Jahre alt. Und in diesem Psalm 22 gibt es Verse, wenn wir die lesen, dann vielleicht haben wir ja ein paar Mediziner unter uns. Vielleicht könnt ihr es ja mal kurz durchlesen, wenn man das liest. Man liest mit einem medizinisch geschulten Blick. Das Herz, das zerschmilzt beispielsweise, die Zunge bleibt am Gaumen. Das wird zerläuft wie Wasser. Das ist eine nahezu medizinisch präzise Beschreibung von dem, was passiert bei einer Kreuzigung. Also ich habe extra mir nochmal medizinische Berichte durchgelesen, was Mediziner sagen, was bei einer Kreuzigung passiert. Die zitieren den Psalm hier. Das ist ganz merkwürdig. So nah ist das, dabei gab es 1000 vor Christus noch gar keine Kreuzigung. 1000
vor Christus hatte David in seinem Psalm eine Stelle drin, die die Kreuzigung, die medizinischen Vorgänge während der Kreuzigung beschreibt, bis hin da unten, dass die Kleider verteilt werden. Da würde jetzt vielleicht wieder mancher Kritiker sagen, ja, ja, die haben das halt dann ins Evangelium reingeschrieben, dass die Kleider zerteilt wurden, damit das Ding hier erfüllt ist. Aber diese Schilderung einer Kreuzigung, das kann man nicht rewriten. 1000 vor Christus, eine Prophezeiung auf die Kreuzigung. Und die Kreuzigung übrigens, da will ich jetzt mal die Gelegenheit nutzen, das hat nichts direkt mit Prophetie zu tun, aber die Kreuzigung Jesu steht in römischen Quellen. Ist ein absoluter Hard Fact. Also da kann man wirklich mit einer hohen Sicherheit. Tacitus, der schreibt ganz schlecht über die Christen. Der kann die Christen überhaupt nicht leiden. Aber hier steht drauf, dass der, also es geht da drum. Es gibt eine Sekte, sagt er, die sind ganz verhasst durch ihre Untaten, die nennt man Christen. Und der Urheber dieses Namens, der heißt Christus. Und er wurde zur Zeit des Kaisers Tiberius unter dem Statthalter Pontius Pilatus mit der Todesstrafe versehen. Was quasi ein Synonym ist für Kreuzigung. Und wir haben an einer anderen Stelle bei Josephus, der ist noch früher, der schreibt, dieser Christus wurde gekreuzigt. Also an der Stelle mal sei aufgeräumt mit dem Vorurteil, dass die Kreuzigung nicht irgendwie überliefert sei. Das ist absolut Hard Fact. Aber ich bin noch nicht ganz am Ende. Ich möchte noch zwei Sachen sagen, nämlich das, zum einen hier zum Ende von Jesus, da gibt es eine Stelle in der Bibel, die möchte ich jetzt einfach mal komplett vorlesen. Also ich habe jetzt nur ein paar Verse hier drauf, weil sonst kann man eh nichts mehr lesen. Aber die möchte ich einfach vorlesen. Jesaja 53, das ist 700 vor Christus, 700 Jahre bevor Jesus geboren wurde, 730 Jahre bevor Jesus starb, schreibt der Prophet Jesaja Folgendes. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man sein Gesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Tatsächlich, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unsere Sünden willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah nur auf seinen Weg. Aber der Herr war auf unserer aller Sünde auf ihn. Als er gemartert wurde, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei Übeltätern, als er gestorben war, obwohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Mund gewesen ist. Aber der Herr wollte ihn so zerschlagen mit Krankheit, wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, dann wird er Nachkommen haben und lange leben. Und des Herrn Plan wird durch ihn gelingen, weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit verschaffen, denn er trägt ihre Sünden. Darum will ich ihm viele Leute zur Beute geben und er soll die Starken zum Raub haben dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist, und er die Sünde der vielen getragen hat und für die Übeltäter gebeten hat. Wenn wir diese Verse lesen, das finde ich, das ist so wunderschön zu sehen, was für eine Vorhersage auf das kommt, was Jesus gemacht hat. Wie er gestorben ist, mit welcher Haltung er gestorben ist, mit welchem Ziel er gestorben ist, mit welcher Absicht er gestorben ist. 730 Jahre bevor Jesus am Kreuz hing, wie wir gerade gesehen haben, historischer Fakt, wird hier geschildert, warum er das gemacht hat und wie die Umstände waren. Das Ganze drumherum wird vorhergesagt, 1:1. Das könnte eine Live-Schilderung von der Kreuzigung Jesus sein. Wir waren dieses Pfingsten waren wir in Israel und wir hatten einen spannenden Moment, viele spannende Momente, es war eine schöne Zeit dort und wir haben, waren auch mal in so einer Siedlung. Bei so jüdischen Siedlern ist ja auch interessant, was die so machen und was die auch sagen, warum die dort siedeln. Es war ein Deutscher, der zu den Siedlern gegangen ist und mir kam dann so ins Gespräch und er hat, als er gehört hat, dass wir so ein Haufen Jesus-Freaks sind, dann ging es richtig los, dann wollte er diskutieren mit uns. Dann hat er uns also ein Argument nach dem anderen, eigentlich wollte er uns die Siedlung zeigen und ein bisschen was über die Geschichte erzählen und auf einmal fing er an, so richtig zu feuern, so bam, 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 was alles unsinnig ist am Christsein und so weiter. Wir haben höflich, wie wir sind, jetzt hör schon mal kurz zugehört. Und irgendwann habe ich gedacht, naja gut, also ganz unwidersprochen möchte ich es jetzt auch nicht lassen. Und dann habe ich ihn gefragt, was er denn von Jesaja 53 hält.
Er hat gesagt, in Christsein, da ist überhaupt kein roter Faden drin. Das war so sein zentrales Argument. Er hat gesagt, wenn ich Jesaja 53 lese, 730 Jahre bevor Jesus stirbt, da sehe ich einen roten Faden so hell und deutlich, der sich vollzieht durch die ganze Heilsgeschichte, durchs Neue Testament durch. Das ist doch 730 Jahre vorher, gibt es diesen Plan. Und der ist so klar ausgedrückt. Und der vollzieht sich 1:1, 730 Jahre später. Ich bin so froh, dass diese Stelle da auch in der Bibel ist, weil es uns deutlich macht, Jesus, das war kein Unfall, sondern das ist eine Ansage Gottes. Das war ein Plan, der uns berührt, der mit uns was zu tun hat, die wir hier sitzen. Das ist ja die spannende Frage mit uns. Ja. Jetzt, wenn man das so hört, klar, da kann man natürlich, wie gesagt, an vielen Stellen ja, versuchen einzuhaken und sagen, okay, Gegenargument hier, Gegenargument da. Aber ich möchte einfach die Frage stellen, was wäre denn, wenn die Bibel tatsächlich wahr wäre? Was würde das mit meinem Leben ändern? Was wäre denn tatsächlich, wenn diese Prophezeiungen, ich habe ja an der einen Stelle geschrieben, es ist vermutlich nicht so, dass wir danach dann sagen, jetzt ist bewiesen, jetzt werde ich glauben, aber es sind verblüffende, unglaubliche Hinweise auf die Wahrhaftigkeit der Bibel, finde ich. Sage ich jetzt mal so als Historiker, mich erstaunt es total, ich finde es sonst nirgends. Ich habe das nirgends sonst in einem Buch je gesehen, dass so viele Vorhersagen so eindeutig eingetroffen sind und kaum zu widersprechen, denke ich. Aber was ändert es jetzt? Ändert es mit mir irgendwas, wenn jetzt auf einmal das wahr wäre, was in der Bibel steht? Die Frage möchte ich schon für jeden von uns stellen. Was würde sich denn ändern, wenn die Bibel tatsächlich wahr wäre? Und ich habe mal gelesen, in England, das haben wir heute ja schon mal was von den Engländern gehabt, in England gab es einen ganz berüchtigten Mörder im 19. Jahrhundert. Er hat irgendwie verschiedene Leute umgelegt, war ein ziemlich übler Kerl. Und als er dann hingerichtet wurde, dann kam der Pastor so rein wieder, oder der Priester oder so kam rein und gesagt, komm, ich mache mit dir noch die letzte Beichte. Das macht dann, hat damals im 19. Jahrhundert so gut wie jeder gemacht. Der Typ gesagt, ich mache das nicht. Das ist nicht, das stimmt doch alles gar nicht. Und dann hat er einen denkwürdigen Satz gesagt und er hat gesagt, wenn es wahr wäre, wenn mich jemand überzeugen könnte, dass es stimmt, dann wünschte ich, ich wäre auf Knien, über Glasscherben, durch England gekrochen und hätte es jedem Einzelnen gesagt. Wenn ich überzeugt wäre von dem, was du mir jetzt sagst, lieber Priester, dann würde ich auf Knien über Glasscherben und glühende Eisenstangen krabbeln und jedem davon erzählen, dass es da was gibt. Und deswegen möchte ich da an der Stelle einfach schließen. Jeder von uns muss selber sein Fazit sozusagen draus ziehen. Aber eine Frage möchte ich stellen. Wir haben jetzt viel Rückblick gemacht, es war jetzt viel Geschichte. Aber das Tolle ist, die Bibel kennt ja den Ausblick auch. Man könnte ja auch nur einen Moment innehalten mit dieser Frage und einen Blick nach vorne wagen. Und die Bibel ist voll auch mit Aussagen noch, die vor uns liegen. Vieles von dem, was in der Bibel an Prophezeiungen sind, ist noch gar nicht eingelöst. Und auf die können wir noch schauen und auf die können wir blicken. Und ich habe mal eine rausgegriffen, die ich ganz besonders umwerfend finde, in der Offenbarung. In Offenbarung 20, einem der allerletzten Kapitel der Bibel, stehen diese zwei Verse. Da steht drin, und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde und der Himmel entflohen. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen. Und Bücher wurden geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das Buch des Lebens ist. Und ich möchte einfach zum Nachdenken einladen. Wenn es wahr ist, was in der Bibel steht, wenn es wahr wäre, was würde es mit deinem Leben machen und welche Ausrichtung würdest du ihm geben, wenn auch diese Prophetie wahrhaftig ist und eintrifft, dass eines Tages wir alle da stehen werden, vor diesem Thron, vor diesem Jesus, der auf dem Thron sitzt, und dass Bücher aufgetan werden. Und dass es ein Buch gibt, in dem das Buch des Lebens ist. Und wer da drin steht, der hat das ewige Leben. Die Frage möchte ich einfach stellen uns alle, dass wir das mitnehmen. Und ich möchte nur kurz beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du wirklich so wunderbar bist, wie wir das gelesen haben, bei Jesaja 53 schon angekündigt, dass du nicht geschimpft, nicht geflucht hast, als du ans Kreuz gegangen bist für uns und dass du für unsere Schuld ans Kreuz gegangen bist und dass wir deswegen frei sind. Dass jeder, der dich als seinen Retter annimmt, dass der wissen kann, der steht in diesem Buch des Lebens und wir dürfen mit Zuversicht durchs Leben gehen, weil wir wissen, er, Jesus, der hat mich fest in seiner Hand. Der hat mich jetzt in seiner Hand, der hat mich in der Zukunft in der Hand und der hat mich auch in der Ewigkeit in seiner Hand und passt auf mich auf. Und ich bitte dich, dass wir uns wirklich auch ungewöhnliche Fragen stellen. Die Frage, was, ja, kann das sein, dass die Bibel recht hat? Kann das sein, dass es stimmt, was in der Bibel steht?
Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns wirklich starke Vorhersagen gibt, die falsifizierbar sind, wo man überprüfen kann, dass die eingetroffen sind, die einen echt zum Staunen bringen und die uns Mut machen, die unser Vertrauen wirklich ganz auf dich zu setzen, dieses Wagnis zu gehen, dass wir einen Gott, den wir nicht sehen, dass wir dem unser Leben schenken und sagen, auf den setze ich. Der hat in der Vergangenheit sein Wort gehalten, der wird es auch in der Zukunft. Und er wird mich durchbringen durch das Leben und durch den Tod hinein in die Ewigkeit. Amen.